Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Die Botschaft der Engel am 29. März 2020. Über jeden Tag herrscht ein Engel. Über den heutigen Tag haben wir Engel Hasiel. Nicht nur in diesem Tag, an diesem 29. März, sondern auch am 11. Juni, 26. August und 7. November. Diejenigen, die in diesem Tag geboren sind, ist Engel Hasiel ihren persönlichen Schutzengel. Steht mit Planet Uranus in Verbindung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und belehrt uns, dass wir einzigartig, außergewöhnlich sind und wir sollen uns so fühlen. Außerdem steht in Verbindung zum Erdelement und auch zum Tierkreiszeichen Stier. Etwas im Tat umsetzen, um materiellen Dingen kümmern und das Leben genießen, die Ruhe bewahren. Was bedeutet noch Engel Hasiel? Das ist die Engel, die Gerechtigkeit und Versöhnung. In diesem Tag bekommen wir unsere Rechte oder wir können uns einsetzen für die Gerechtigkeit, hilft bei Versöhnung, befreit uns von unseren Ängsten, also hilft bei Angstbefreiung, unterstützt uns, echte Freunde finden und sorgt für Ruhe und Harmonie, schenkt uns die göttliche Liebe und Barmherzigkeit und vermittelt Vertrauen. Über diese Engel herrscht Erzengel Raziel. Und Erzengel Raziel ist die Geheimnisse Gottes Engel, die Magie. Und jetzt dürft ihr eine Engelbotschaft aussuchen. Entweder wählt ihr die Nummer 1 oder die Nummer 2 oder die Nummer 3. Diejenigen, die die Nummer 1 gewählt haben, ist die Engelbotschaft Glück und Vertrauen an die Liebe. Und die alleine sind, nähert sich eine Begegnung und bald erleben sie dieses Glück in die Liebepartnerschaft. Und diejenigen, die die Nummer 2 gewählt haben, ist die Botschaft Bildung. Eine Ausbildung oder Information oder ihr findet ein wertvolles Buch, was ihr gerade braucht oder lernt ihr etwas Neues. Bedeutet auch Geheimnisse. Entweder erfährt etwas über seine Geheimnisse oder ihr sollt momentan verschlossen, zurückhaltend sein. Jetzt betrachten wir die Nummer 3. Hier geht es um Freundschaften und Treue. Also, wenn ihr in die letzten Zeit etwas misstrauisch wart, was die Liebe und seine Treue betrifft, dann könnt ihr beruhigt sein, er ist treu. Wichtiges Thema ist außer diese treue Freundschaften pflegen oder neue Freundschaften schließen und die heutigen Tag eignet sich dafür, Freunde finden. Auch wenn wir jetzt nicht so bewegen können im Alltag wie früher, aber durch Internet ist es auch möglich.
Und das war mein heutigen Engelbotschaft. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.